glaube, das Kostbarste im Zeitalter von Online, Internet, Twitter, Facebook sind echte Gespräche. Weil über Medien können wir uns ganz viel austauschen. Aber das, was im Alltag wirklich eine Beziehung zum Funktionieren bringt, und ich meine jetzt nicht Liebesbeziehung, ich meine alle Arten von Beziehung, ich meine auch die Beziehung zu meinen Kollegen, ich meine auch die Beziehung zu meinen Kindern, ich denke an die Beziehung zu meinen Nachbarn, zu meinen Freunden, zu meiner Schwiegermutter, die schwierig ist. Alle diese Beziehungen funktionieren, wenn man eine gute Art hat, miteinander zu reden. Ich wollte endlich mal sowas schreiben, wie kann ich vorbeugen, wie kriege ich gute Beziehungen mit Leuten hin, die mir am Herzen liegen. Nicht nur zum Kennenlernen und Flirten, das spielt da auch eine Rolle, sondern insgesamt Leute, die mir was im Leben bedeuten. Dazu brauche ich 5 Fähigkeiten. Aufmerksamkeit, damit fängt alles an. Aufmerksamkeit bedeutet, ich sehe dich und ich gucke auch wirklich hin und ich gucke nicht weg im Gespräch, sondern ich bleibe bei dir. Ich mache nicht eine SMS unterm Tisch, wenn du mit mir redest, sondern ich bin wirklich für dich da. 2. Punkt ist Kontakt. Ich kriege einen Kontakt hin, der dich nicht überrumpelt. Und der nächste Punkt, den wir unbedingt brauchen, ist, dass wir es schaffen, eine gemeinsame Wellenlänge herzustellen. Also nach dem Kontakt sowas zu machen, wie können wir miteinander reden? Wie kommen wir zusammen? Nochmal unter uns. Wellenlänge ist das, was funktioniert, nicht der gute Eindruck. Der gute Eindruck ist eine Sekunde und dann ist der weg oder... So, aber eine Wellenlänge ist das, was eine Beziehung tragfähig macht. Wellenlänge heißt, wir haben die gleiche Art zu reden, wir haben die gleiche Art, einander zu begegnen, wir haben vielleicht auch eine ähnliche Sprache, die wir sprechen, also haben den gleichen Slang beispielsweise, unser Sprechtempo ist ähnlich. Wir haben auch Themen, die uns gemeinsam interessieren, das ist Wellenlänge. Beim Bewerbungsgespräch ganz klassisch, da wird nicht nur auf den Eindruck geachtet, sondern passt der zu uns, zu der Art, wie unsere Firma gestrickt ist, wie wir hier alle miteinander umgehen, da wird auf Wellenlänge vor allen Dingen geachtet. Nach der Wellenlänge ist unheimlich wichtig, dass wir einander bestätigen, weil das macht eine Beziehung dauerhaft. Bestätigen bedeutet, ich lasse dich so sein, wie du bist und ich akzeptiere dich so. Und nicht nur innerlich denke ich das, sondern ich sage es auch nach außen. Ich finde Worte dafür. Du bist für mich ein Mensch, der okay ist. Das ist Bestätigung. Und du bist auch dann für mich okay, wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, wenn du eine andere Meinung hast als ich. Das ist Bestätigung. Der letzte wichtige Faktor ist Diplomatie. Nicht gleich buff machen, wenn mal anderer Meinung da ist, nicht gleich zusammenkrachen, sondern wirklich hingehen und sagen, wie kann ich das so ausdrücken, meinen Unmut, meinen Ärger, dass du nicht das Gesicht verlierst. Dass du nicht der Verlierer bist, dass du nicht der Loser bist. Also, wenn sie mich jetzt die ganze Zeit unterbrechen beim Reden, wie kann ich ihnen das sagen, ohne dass sie blöd dastehen? Also, ich könnte natürlich hingehen und sagen, lassen Sie mich mal ausreden. Ne? Jetzt andauernd fallen sie mir ins Wort. Das wäre etwas undiplomatisch. Diplomatie würde sowas sein wie, ich merke, Sie sind sehr engagiert, freut mich, dass Sie auch so viel zu sagen haben. Könnten Sie das gleich machen, nachdem ich ausgeredet habe? Das wäre eine diplomatische Art, das zu sagen. Diplomatie gepaart mit Direktheit ist das, was Beziehungen hilft, geschmeidig zu bleiben und nicht auseinander zu krachen. Darum geht es in dem Buch. Gute Beziehungen mit allen und jedem.